Moin, Ulf hier. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Squad, heute auf Jehorivka. Wir sind die australische Fraktion, kämpfen gegen die russische Fraktion. Ich fahre den Logie, wir begeben uns Richtung Airfield, schauen da, ob dort die zweite Flagge kommt. Die erste Flagge wird jetzt von einem anderen Squad gecapped. Und schauen dann einfach mal, wo es weitergeht. Falls euch übrigens meine Videos gefallen, ihr könnt gerne subscriben und natürlich liken nicht vergessen. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ich was besser machen kann. Ich wünsche euch ansonsten viel Spaß mit dem Video. Ich habe es gleich durch. Ich kann auch gleich hier vorne sein. Direkt links von uns. Jo. Wir fahren in die Hangars. Klassiker Ulf 101 an dieser Stelle. Die Karte immer auf der rechten Seite offen haben und links sozusagen den Kopf so drehen, dass man geradeaus schauen kann. Dann kann man easy fahren, während man auf die Karte schaut. Oh nein, Fahrzeug ist nochmal auf von mir runter. Ist zurückgerollt. Jo, alles gut. Passt? Jo, passt, danke. Wir fahren danach gleich weiter. Nochmal ein bisschen was, weil wir machen noch eine Repair. An dieser Stelle nochmal ganz kurz zwei Dinge, auf die ich hinweisen möchte. Die erste, während der Aufnahme hatte ich leider einen leichten Husten, den ihr wahrscheinlich öfter mal hören werdet. Sorry dafür, konnte ich leider nicht ändern. Und die zweite Sache ist, generell bei so Aufbauaktionen, helft gleich dem Squad-Lead, ohne dass er euch auffordern muss. Und vor allem am Anfang des Spiels, wenn sowieso noch keine Feinde kommen können, helft einfach immer mit. Umso mehr Leute das aufschaufeln, umso schneller geht's. Es gibt nichts Nervigeres, als ganz alleine eine Hub hochzuschaufeln oder eine Repair Station. Oder am besten noch diesen großen Aussichtsturm, den man bauen kann, der halt eine Ewigkeit dauert. Helft einfach mit. Ist für alle besser. Wie man aber sieht, hat das Helfen in diesem Squad ausgezeichnet geklappt. Wir waren immer mindestens zwei, drei Leute, die hier was aufgeschaufelt haben. So, wir gehen rein. Fahrer bitte. Wir fahren. Wir fahren direkt auf Curry. Okay. Unten drunter oder wo willst du hin? Wo baut man am besten? Ja, ne, unten drunter, glaube ich. Ich meine, wir können auch von oben in den Wagen reinspringen. Ich glaube, das geht immer noch. Ja. Ja, aufgrund der tollen digitalen Nachbearbeitung müsst ihr euch jetzt nicht im Gesamten anschauen, wie wir die Basis hier hochschaufeln, weil das dauert auch alles ein bisschen, bis alle Positionen gefunden wurden. Wir haben am Ende eine Hub hochgeschaufelt und eine Armor Crate, passt alles. Und jetzt, weil wir noch keinen Feindkontakt haben, aber wissen, dass der Feind hier kommen wird auf diese Position, setzen wir noch weiter östlich mit dem Squadleader zusammen. Einen Rallye-Punkt, einfach als ja, Notfalloption, dass man da noch spawnen kann, falls die Hub überlaufen ist. Und im Anschluss werde ich dann auch gleich mich ein bisschen auf den Hügel, den wir hier schon gerade aussehen, begeben und ein bisschen nach Feinden schauen, weil, wie wir ja wissen, die Feinde werden hier aus dem, sehr wahrscheinlich aus dem Norden kommen, denn ihre Basis ist im Norden und
dass sie den Weg über den Süden gehen, ist eher unwahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Werden die umplatziert? Mein Heli kommt rein, Nord. Trifft hier ein Blitzer. Kriegst du? Hast du? Hat. Ich habe nochmal Supplies angefordert. Wir gucken nochmal, einer nochmal hier oben auf POI. Ulf, du bist da gut? Ja. Guck mal, Ulf, so auf die Richtung da so ein bisschen. Und einer müsste ein bisschen in den Süden gucken, die kommen ja gerne über den Kanal da. Heli ist gerade im Westen gelandet. Ja, da irgendwo Südwesten, da irgendwo, ne? Ne, direkt im Westen, direkt im Westen. Bravo-Marke ungefähr. Ja, meine. Okay, gucken. Ich glaube, der ist gerade explodiert. Könnte eine FOB gesetzt sein. Feind nördlich von Ulf am Berg, 50 Meter nördlich. Läuft auf euch zu. Copy. So? Ja, genau. Hat er gerade jemand die Leiter verpasst oder was war passiert? Nee, ich, erst hat er sie genommen und dann nur einmal nicht mehr. Okay, Serverkontakte im Westen. Wie ihr seht, mein Visier hat sich hier nicht stabilisiert. Ich habe nichts gesehen. Ich habe trotzdem weiter geschossen, einfach um den Feind zu unterdrücken, damit auch er mich nicht treffen kann. Weil wenn ich jetzt aufgehört hätte zu schießen, stabilisiert sich sein Visier wesentlich schneller und er kann mich töten. Darum einfach reingehalten. Ich habe sowieso eine LMG mit viel Munition drin, war mir in dem Moment scheißegal. Wolf, ich komme auf. Okay, muss ein bisschen warten. Das ist aber der riesen Nachteil eines LMGs, das muss man sich bewusst sein. Das dauert ewig zu stabilisieren, so aus der Hüfte schießen, ohne hinzulegen, ohne unten die Beine runterzuklappen, dass das wirklich stabilisiert ist auf dem Boden, ist echt schwierig. Man braucht LMG, ist eigentlich eine gute Positionierung, die man braucht. Und hierfür wäre jetzt zum Beispiel ein ganz normaler Rifleman wesentlich besser gewesen. Mit dem kann ich überall hinrennen, stabilisiert sich viel schneller und so weiter und so fort. Aber gut. Die da schon dran sind hier, Knippi und der MG, bitte einmal da auf die Hub pushen. Alle anderen warten, ihr kriegt Fahrzeugsupport. Ich glaube, ich wurde umfahren vom Logi, der jetzt in dem West-Compound ist. Geh da mal gucken. Danke. So, wir pushen einmal rüber. Auf dem Berg ist schon einer. Vorsicht. Rechts wieder squattet. Fuck. Er hat mich erwischt.
2 bei mir. Die 2 hat einen Logi gefunden anscheinend. Logi down. War nur ein Transfer. Ja, 20. Squad 12 kommt. Am Renny rein spawnen, wenn ihr tot seid. Wiederhole, war nur ein Transport hier am besten. Ja, ich hab Hub. Direkt bei mir ist ein Hub. Hör mich. Warum lebt der? Hub oder Radio? Nee, ist ein Hub. Also wo das Radio ist, weiß ich nicht. Wolf, Kontakte noch auf dem Hügel bestätigt? Ja. Okay, ich komm, mein Squad flankt gerade von der anderen Seite her. Ey, ihr spawnt gerade massiv. Alles durch. Alles down. Sag mal, wie die Nades kommt. Ich guck mal, ob ich die SRL krieg. Ah ne, der ist nicht mehr da. Ja. Die kriegst du von außen nicht reingesprungen. Sie halt, also die sind in der Halle da. Sind Feinde, Klaus? Kann ich nicht sagen, eventuell oben auf dem Hügel. Wir klopfen mal freundlich an. Boah, wie schnell die einen sehen. Südlich von ab sind die. Das war mal Infomarker, damit ich bin bereit zum Schaufeln. Geht gerade nicht. Sniper, komm her bitte zu mir. Du musst mal schnell schaufeln. Ist der hier vorne tot, der AT? Ja. Ja, ja. Ja, also nein, er ist tot, ja. Gesehen. Ja, gut. Zwei Fahrzeuge. Gehen wir mal hier zu den Steinen. Stein. BTR. Wir haben BTR, die waren auch westlich dran. Nein, ist direkt schon bei mir im Westen. Ist im Bereich der Flagge. Ich wiederhole, wir haben BTR hier oben. Der pusht auf 12 jetzt. In der Luft. Könnt ihr den einmal markieren für die das anderen für 3? Oder ist er akkurat? Steht direkt auf mir. Versuch dich zu holen. Die waren direkt auf 13, das Leiche irgendwie zu dritt oder viert oder. Im Osten kommen sie wieder vom Berg. Ja, ich habe keine Bandage mehr. Fuck. Okay. Alter, hast du noch Kontakte da? Ja, ja. Nee, ja, komm da. Waren wir jetzt Osten oder Westen? Wir haben noch 2 Squads gehört, oder? Osten. Ich glaube, wir haben Feindtank irgendwo im Südwesten. Wer hat das gerade gecallt, Thomas? Ich hab da unten nur irgendwas schießen gehört, beziehungsweise ist irgendwie Google wie rüber. Was erzählt, wenn es nochmal was markiert? Komm mal hier zu mir. Danke. Ich hab südlich von der Straße. Okay, ich lauf mal Richtung. Was, ich komm ran mit? Okay, jetzt müsste Proxy sein. Ich schaufel. Schaufel das da ab. Kannst du mal einen Marker setzen auf die Hub? Ja, wir schaufeln schon. Kannst du einen Marker setzen? Ja, mach ich. Ich beweg mich nicht, falls du was hörst, sag bitte gleich Bescheid. Der Feindtag ist definitiv irgendwo im Süden. Ich sehe nur nicht. Ja, der ist bei mir. Der ist bei mir. Der ist von Rifleman. Markier mal. Der kommt jetzt zu dir. Auf der Straße. Ja, grobe Markierung. Okay, Dach ist weg. Nee, der ist auf der Straße.
Das wäre von der Hub, wir können das Radio suchen. Südlich. Aufpassen, die sind auf meiner Leiche im Süden der Hub. Radio bei Hechtholz. Komm eben. Kommen wir jetzt auf unser Hub. Ich hab Sicht auf den Feind, denke ich. Bräuchte einmal Bravo wieder, bitte. Hörst du? Ja, ich spawn jetzt am Rallye gleich. Ich glaube, er fährt wieder nach Westen raus, gerade vom Bravo. Hat einen Lat-Hit kassiert. Ja, es ist jetzt auch nach dem Abschaffen des Radios vom Gegner gar nicht mehr so viel passiert. Wir haben schon die nächste Flagge eingenommen und ich bin jetzt wieder zum Lodgy den ganzen Weg von Osten nach Westen gelaufen und wir fahren jetzt im Prinzip in die Verteidigung auf die nächste Flagge. Ja, die haben nochmal gebracht. Rein. Ja, wir müssen jetzt auch munitionieren. Könnt ihr im Fahrzeug rein. Was hast du? Okay, gut. Ja, rein. Das wird eng. That's what she said. Nicht ein Lacher? Das ist voll. So, auf geht's. Sorry. Wir fahren über Westen irgendwie ganz weit, oder? Die Lobby? Wir fahren hoch. Nicht, ne? 13, kannst du hier auf Move-Marke 1 einmal rausgehen und gucken, ob da eine Hub ist? Hm. 13, kannst du gleich raushüpfen mit deinen Leuten? 13? Ja, ich kann einmal gucken, ob die Rolle dann gleich. Sollte einer absteigen, kurz Hub checken. Shots fired rein, Shots fired rein. Okay. Du bist nicht 13, du bist 1. Na, 13, steig aus. Danke. Okay, Jupp, da sind auch schon Gegner dran markiert, ne? Jupp. Ich würde hier im Süden. Dann halt mich im Plan. Ja, halt. Ja. Müssen wir da fett bauen oder kriegen wir das so oben? Das geht nicht, wir sind im Radius, einer. Warte mal. Von zwei. Sniper, stopp. Okay. Süden. Hab ihn. Cold. Okay. Fight up, direkt neben uns. Bobby. Zehn von Charlie. Uns. Charlie. Ja, schön, dass wir da einen neuen Rallye setzen, oder? Ah, ich hab keine Muni. Sauber. Ich geh gerade so. Ich hab noch schon wieder durch. Oder? Fob Creation Marker bitte hier unten in Süden auf Charlie. Man muss nur hier bleiben, dass sie geblockt ist, ne? Okay. Ja. Schaufelst du? Ja. Okay, ja, ich hab den Audio nicht gehört. Mir hier am Wasser. Friendlies. Wir kommen. Der Radius im Osten auf ist das Radio geschaufelt.
Leute crossen, nördlich von euch. Einer. Ein paar mehr, wir brauchen mehr Leute im Camp. Die Straßen an Norden haben wir ein bisschen besser. Ist wohl schon Captain? Am Radio, ihr macht das noch, oder? Sind genug Leute? Lead out. 18. Wir kriegen eine Art hier rein. Also Art hier oder Tank? Ich glaube Art hier kommt gleich rein. Creeping nach Norden kommt. Ach, Frankly, okay. Den Lodgy hochfahren. Auf 13 den Lodgy fahren, bitte. Wir müssen warten. Jetzt kommt noch ein Airstrike rein und da pushen wir rein. Danke. Weg mit der Scheiße. Alfie, bist du dran? Bist du AFK? Verschmutzer. Alfie? Ja, soll er warten. Lodgy, also Lodgy auf dem Move. Späße. Kriegst du gleich im Discord wieder zurück. Jungs, ab ins Haus, AT kommt. Radio fix. Ja, ja, das war geplant. Also unser. Nee, das Feindradio am See unten. Okay, sehr gut. Ja, und so. Perfektes Urlaubsziel, sagst du. Ah, es regnet mal wieder. Mann, ey. Südwesten, Gegner. Wer drin in dem Haus? Weiß ich nicht. Haben wir Medic hier? Einmal den Loot hier hochholen. No. Der liegt hier im Haus drin. Ist tot. Ja, wisst ihr, der tat mir ja wirklich ein bisschen leid. Ich meine, er hat die ganze Artillerie da drin überlebt und dann versucht, gut, wie er es gemacht hat, die Tür zu decken, aber... Ja, ich habe halt leider durchs Fenster hinter ihm geschaut und das hat er natürlich nicht gehört und nicht gesehen und hat gehofft. Aber gut. Und in dem Fall habe ich jetzt auch zu meiner Pistole gewechselt. Es ist einfach präziser, als da mit diesem LMG reinzuzimmern. Es ist wendiger. Ja. Also für 10 bis 20 Meter versuche ich meistens die Pistole zu nehmen. Overkill! Leute, verteilt euch! Sunny. Ja, Sunny ist da, nicht auf. Okay, ja, Audio gut. Ja. Shell, warum ist unser Auto gerade explodiert? Vollgas oder Minen gefahren?
Die ziehen die Scheiße die Runde irgendwie an. Move-Marker genau. Wir pushen auf Move-Marker. Das hier ist jetzt gerade so ein mittelmäßiges Beispiel, um euch mal zu zeigen, was ich vorhin im Video mit Positionierung meinte. Du musst als LMG, musst du schon da liegen, die Gegner erwarten. Du musst vor allem Spielgefühl haben, wo können Gegner überhaupt herkommen. In dem Sinne, da kamen jetzt zwar viele Gegner, ich habe sie jetzt leider nicht gesehen, ist aber wie gesagt der Unterschied zum aus der Hüfte schießen mit so einem Ding, weil anders wird das halt nichts. Das ist halt der Vor- und Nachteil gleichzeitig. Ich meine, du liegst halt da, du kannst mit dem Laser praktisch reinhauen und die Gegner wegholzen. Dafür bist du halt absolut nicht mobil. Ist aber gefühlt irgendwie meine Lieblingswaffe im Spiel, LMG. Sieht das da im Norden aus? Okay, da kommt ein Tank jetzt rein. Sakko hat markiert. Ich glaube, ich verschwinde mal nach Norden hinter die Mauer. Direkt neben der Fob, haben wir Glück. Ich glaube, wollen wir lieber diesen Busch da rechts rumlaufen? Es ist auch sehr offen. Wo ist denn der Heavy hin? Hat der Tech den direkt gemacht oder direkt aufgegeben? Ugh. Also nicht du, Permis. Also der andere, der läuft die DPS, also ist dann direkt aufgegeben. Nicht gerechnet. Ich habe gerade die Waffe gewechselt, als ich ihn neben mir gesehen habe. Alles aufgehen, wenn ihr was nicht das muss man da ran. Falls du Nades hast, dann gerne raus. Nee, Medic, let's go. Oh, Scheiße. Ah, einer ist auf jeden Fall. Dann kommt der PTR wieder. Einfach liegen bleiben. Aber wo ist schon ein Proxy oben, die suchen uns jetzt.
Seite bei mir gleich. Ich verfolge gerade den BTR, der ist mit an dir vorbeigefahren. Oder schnell gut reagieren. Reingehen? Wo ist das Fahrzeug? Ja, das ist der Tank im Norden. Oder? Ich weiß nicht, was er genau schießt. Ah ja, lass schnell rein. Meine ist halt eben. Ja, jetzt. Ja, Tank. Oh, Alter. Zweiter Tank steht im Norden, der hat mich gerade weggemacht. Ich weiß nicht genau wo. Ich kann dich ja leider dann wahrscheinlich eher nicht holen, ne? Ja, auf dem Weg. Ah, fuck. Nördlich ist alle Infanterie. Ja, also die FOP ist auf Marker. Die ist, die steht hier oben. Das, meine Damen und Herren, war einfach der dümmste Move des Jahres. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich wusste schon in dem Moment, wenn ich da jetzt dran vorbeikrieche, da muss nur einer hingucken und eine Gehirnzelle aktiv haben und der sieht mich und knallt mich ab. Und ich habe es trotzdem gemacht. Also, das ist wirklich, das ärgert mich jetzt noch, während ich mir das Ganze nochmal im Nachhinein anschaue. Macht es nicht, lernt draus, ich versuche auch draus zu lernen. Noch warten, weil da ist der BTR noch. Ich musste dann nach einiger Zeit aufgeben, weil es doch niemand zu mir geschafft hat. Ich bin jetzt aber an exakt der gleichen Hub gespawnt, die wir da praktisch auch schon vorher gestellt haben. Ich komme aus genau der gleichen Richtung an, wie wir es davor hatten. Da befinden wir uns jetzt. Komme. Ich krieg einen neuen Rally. Ich bin an der FOP rein. Kein Schlag. Gegner an der FOP. Ich wollte ja mein Fireteam Lead, es kommt 9 Pferd direkt auf den Tank zu. Ja. Ja, wie ihr seht, bin ich rumgedreht, bin dem Hilferuf gefolgt, dass unsere Hub dort überlaufen ist. Und wie wir eben gesehen haben, wurde dort auch schon jemand erschossen. Also die Gegner scheinen auf jeden Fall sehr, sehr close zu sein. Da ich irgendwie der Einzige bin, den das kümmert, oder der überhaupt in der Nähe war, sehe ich das so ein bisschen in meiner Verantwortung und schaue mal, was ich da reißen kann. Das ist auch eine blöde Defense, die wir da gerade gemacht haben. Wir bleiben im Norden. Ja, die schaufeln am Radio. Ja, durchgegeben. Find MBT close to the Ost-Hub. Was ist der Tail? Ja, ich hör jetzt am. Sag's 12, die sollen abhauen, der MBT kommt. Achso, und Feind AD ist möglich. Das
Das Radio ist noch nicht im Blick aus, oder? Ne, doch, ist es schon. Wohl, ja, doch. Ja. Was ich gesehen habe, pushen die gerade massiv über Bravo nach Norden. Ja. Die haben Spawn im Süden irgendwo. Muss mal laden. Ein vor uns. Direkt aufgegeben. Ich aufgeben. Frage ist, jetzt rufen wir den Spawn im Süden. Ich bin einmal ganz kurz AFK. Ich glaube, Kind ist aufgewacht. FG. Nice, GG. Okay, GG. Sehr gut. GG. Und bevor ihr jetzt abschaltet und ich mein Fazit abgebe, denkt nur dran zu subscriben und dem Ganzen hier mindestens ein Like zu geben, wenn nicht sogar ein Comment. Ich fand diese Runde richtig, richtig gut. Unser Squad-Leader wirklich 1A. Ich fand es gut, wie ruhig er kommuniziert hat. Das ist sowas von verdammt schwer. Und da kann ich mir eine richtig gute Scheibe abschneiden. So gut bin ich nicht, wie er im Squad-Leaden. Klar hängen da äußere Faktoren noch zusammen. Wie muss man, ich sag mal, die anderen Squad-Leader in Anführungsstrichen anweisen im Squad-Leader-Chat? Checken die das halt von selber? Wie läuft so das Game? Ist das alles halbwegs koordiniert? Aber es ist so schwer, auf alle Chats gleich, also auf alle Voice-Chats gleichzeitig zu hören. Und er hat das richtig gut gemacht. Die Leute im Team haben super Callouts gemacht. Die haben immer die knappen Infos nur gegeben, die man halt auch wirklich braucht, um zu verstehen, was Sache ist. Die haben nicht zu viel erzählt einfach. Und alles in allem eine echt super Runde, an der ich viel lernen kann. Und ja, ich hoffe ihr auch. Ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao, ciao.